nachdem mir immer alle irgendwie gesagt haben, nee, das wird so ein gutartiger Knoten sein und es sah ja auch immer im Ultraschall, in der Mammographie auch überall so aus und ich hatte das ja auch noch im Ohr von dem Arzt, der gesagt hat, so 99,9% das ist dein Fibroadenom. Ich habe jetzt vor 7 Wochen meine Brustkrebsdiagnose erhalten, also schon relativ langer Zeitraum, wie ich finde, ja, der es mir auch überhaupt erst ermöglicht, da jetzt so drüber zu sprechen. Das wäre am Anfang nicht möglich gewesen. Es war einfach, der Schock war zu groß und die Ängste waren zu groß. Und ja, ich bin schon jemand, für den eine Blutabnahme eine totale Herausforderung ist. Deswegen ist natürlich alles, was da auch an Untersuchungen und Therapien ja, sich da so abzeichnet mit so einer Diagnose, natürlich für mich damals ja, sehr erschreckend gewesen und ich musste mich da erst so langsam in das alles einfinden. Ja, und dann möchte ich euch aber so ein bisschen mitnehmen durch diesen Weg und euch heute auch erzählen, wie es überhaupt zu dieser ja, zu dieser Diagnose kam, die mich ja da aus heiterem Himmel getroffen hat. Ich habe zufällig diesen Knoten in meiner Brust entdeckt. Ich konnte mich auch nicht erinnern, dass da in den Tagen zuvor irgendwie mir schon irgendwas aufgefallen wäre. Deswegen hat mich das irgendwie ziemlich eiskalt erwischt, dass da auf einmal doch schon etwas größerer ja, Knoten einfach zu tasten ist. Und ich habe dann sofort für den nächsten Tag einen Termin bei einem Gynäkologen ausgemacht. Mein Gynäkologe ist leider etwas weit entfernt in einer anderen Stadt und ja, da dauert es dann auch immer ein bisschen mit den Terminen und ich muss da ja auch erst hinfahren. Deswegen habe ich halt einfach quasi den Nächstbesten, der hier in der Nähe ist, aufgesucht, einfach um das so mal schon mal so eine grobe Richtung abklären zu lassen. Er hat auch ja, mich eigentlich sehr beruhigt. Er hat gesagt, dass er zu 99,9% davon ausgeht, dass das ein gutartiger Knoten ist. Also ein Fibroadenom, hat er mir gesagt, würde er vermuten. Er hat allerdings auch keinen Ultraschall gemacht, ja, sondern quasi nur das getastet. Hat mir aber zur Sicherheit noch einen Termin für die Mammographie ausgestellt. Also eine Überweisung zur Mammographie, um das einfach nochmal abklären zu lassen. Gerade eben auch, weil ich ja gesagt habe, ich kann mich nicht erinnern, ja, seit wann es diesen Knoten gibt. Und ich habe das Gefühl, er ist fast über Nacht entstanden. Genau, und das sollte dann halt nochmal abgeklärt werden. Aber er hat eigentlich gesagt, es wäre eben zu 99% was Gutartiges. Genau, und dann habe ich mich doch noch irgendwie, weil es irgendwie war mir das, ja, es hat sich irgendwie spooky angefühlt mit diesem Knoten. Ich habe zwar schon seit längerem mit so Verhärtungen in der Brust immer wieder zu tun gehabt, das nennt sich Mastopathie, also so auch zyklusabhängige, ja, durchaus teilweise sehr schmerzhafte, ja, so wie so kleinere Knötchen ungefähr muss man sich das vorstellen, wo sich das ganze Gewebe halt, ja, da so ein bisschen verhärtet. Und aber dieser Knoten hat sich ja ganz anders angefühlt. Ich habe dann ein paar Tage oder ich weiß gar nicht, vielleicht war es auch eine Woche später oder so, bin ich dann zu meinem Gynäkologen gegangen, der nochmal ein ganz spezielles Ultraschallgerät hat und der sich das nochmal genauer angesehen hat. Und er hat aber auch gesagt, also es sieht schon sehr nach einem Fibroadenom aus. Aber dadurch, dass es halt schon fast 3 cm, also so 2,8 ungefähr groß ist, würde er mir eben raten, dass ich eben eine Mammographie machen lasse. Er sagt so, solche Sachen, auch wenn sie gutartig sind, können schnell wachsen. Man weiß aber nie, ob sowas nicht vielleicht auch mal irgendwie sich verändert oder entartet. Und eben, man sollte die ab einer gewissen Größe, ich glaube ab 2 cm, sich dann eben das auch überlegen, ob man die nicht entfernen lässt, wozu er mir ja, bei diesem Termin auch geraten hat. Ja, das war für mich damals tatsächlich insofern ein bisschen ein Schock, weil ich habe ja überhaupt nicht an Brustkrebs oder sowas gedacht und habe halt gedacht, naja, aber jetzt irgendwie operieren und warum denn? Und also einfach, weil ich ja seit Jahren einfach in den Brüsten auch immer wieder so zyklische Veränderungen habe und mir dachte, vielleicht geht es auch wieder von allein weg oder so. Und es hat ja auch keiner irgendwie jetzt von den beiden Ärzten, bei denen ich jetzt war, irgendwie von vornherein gesagt, oh, das ist bestimmt was ganz Gefährliches, das könnte Brustkrebs sein oder so. Also die These fiel ja nie.
Deswegen war ich da ein bisschen unsicher, was mache ich da jetzt und so. Und dann habe ich mich doch entschieden, die Mammographie machen zu lassen. Ja, da war es ein bisschen ähnlich. Also da war es auch so, dass dann, das gab dann noch mal einen Brustultraschall danach und es wurde das kurz mit mir besprochen. Und die haben mir halt auch gesagt, also dass es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Fibroadenom ist. Aber dass man da drin so ein bisschen so wie so Kalkeinlagerungen sieht, dass es vielleicht ganz gut wäre, dass man das halt mit einer Stanzbiopsie abklären lässt, weil sich eben ja, diese Einlagerungen da auch verändern können. Und das könnte dann zum Beispiel dieser Mikrokalk sein, der ja so ein bisschen als Brustkrebsvorstufe zählt. Da es halt sehr typisch aussah zu einem Fibroadenom, haben sie mir halt dann auch gesagt, ich könnte auch 6 Monate abwarten und dann halt nochmal quasi eine Kontrollmammographie machen, um halt zu schauen, ob sich da was verändert hat, ne, an diesen vermeintlichen Kalkeinschlüssen oder an der Größe oder ja, was auch immer. Und da habe ich dann ja, mit dieser Ärztin kurz gesprochen, dann habe ich gesagt, jetzt weiß ich auch nicht, jetzt bin ich unsicher und so. Und dann hat sie mir halt gesagt, naja, also wenn es jetzt ihre Brust wäre, sie würde es untersuchen lassen mit dieser Stanzbiopsie, dann ist man einfach auf der sicheren Seite. Und ja, das war für mich dann auch wieder ja, so ein bisschen so ein kleinerer Schock, weil ich, ich bin schon jemand, der eine Blutabnahme geht schon eigentlich nicht. Und deswegen sind für mich all solche Folgeuntersuchungen plus die Gedanken, die man sich dann irgendwie macht, natürlich dann auch nochmal sehr aufregend. Und trotz allem habe ich dann für mich so in den nächsten Tagen gemerkt, dass ich das dass ich das jetzt auch nicht einfach so ad acta legen kann, 6 Monate warten und dann irgendwie das nochmal kontrollieren lassen. Einfach, ja, weil ich da doch ein bisschen, ja, irgendwie beunruhigt war und dieser Knoten, ich konnte den gut tasten, der hat ja eben fast 3 Zentimeter. Ich habe den halt gut gespürt, wollte das dann einfach irgendwie abklären, um da auch, ja, Ruhe zu haben und mir dann zu überlegen, ob ich mir den vielleicht dann doch entfernen lasse oder ob ich irgendwie, ja, also ich wollte es einfach erstmal abklären lassen, was da so der Stand der Dinge ist. Genau, und dann hatte ich eben den Termin zur Stanzbiopsie. Das wird ambulant gemacht, auch dort in der Radiologiepraxis, die Mammographie gemacht haben. Und es ist so, dass die Brust an der Stelle, wo eben dann diese Nadel für das Stanzen eingeführt wird, wird es halt kurz betäubt, dass man da nichts mitbekommt. Ich war natürlich total aufgeregt, weil ja, so Eingriffe macht man ja auch nicht jeden Tag und man weiß halt immer nicht, was auf einen zukommt. Und dann wird es halt betäubt und dann wird eine Nadel in die Brust eingeführt, reingeschoben, sodass man da bis zu dem Tumor eben da vordringen kann. Und dann werden darüber, in meinem Fall waren es 5, werden darüber 5 Stanzbiopsien entnommen und im Prinzip, es tat ja nicht weh, also es war ja alles betäubt und so. War halt ein bisschen unangenehm, weil dieses Gerät, was dieses Stanzen entnimmt, das wird so ein bisschen so geschossen und das. Ja, es klingt so ein bisschen wie so ein lauterer Tacker oder so. Und die waren aber ganz lieb und wir haben quasi ausgemacht, dass wir mal kurz vorher Bescheid sagen, dass ich mich halt einfach nicht erschrecke durch das Geräusch oder so. Aber ich fand es jetzt insgesamt nicht so schlimm. Dann habe ich noch einen Druckverband bekommen, durfte dann nach Hause. Das Ganze musste ein bisschen gekühlt werden. Der Druckverband blieb für 24 Stunden dran. Die erste Nacht war dann nicht ganz so gut, weil ich halt nicht wusste, wie ich liegen soll, weil das alles doch sehr fest um meinen Oberkörper quasi, dieser Verband da so festgezurrt war und ich dann ja auch natürlich nicht so auf der gestanzten Seite liegen konnte. Aber dann kam der eben am nächsten Tag runter, der Druckverband, und dann war auch, ja, habe ich noch ein bisschen weiter gekühlt und ich glaube, ich habe nicht mal eine Schmerztablette gebraucht, also es war alles auszuhalten. Ja, und dann musste ich fast eine Woche auf das Biopsieergebnis warten, was dann natürlich schon insgesamt eine größere Aufregung bei mir gemacht hat, ne? Weil wenn man irgendwie schon diese ganzen Schritte gemacht hat und
Dann habe ich auch immer wieder darüber nachgedacht, was mag das da sein mit diesem Kalk und so. Also es gibt halt die Variante, dass der eben komplett gutartig ist, dass man sich da gar keine Gedanken machen muss. Kann aber auch sein, dass der schon in so einem Zustand ist, dass der vielleicht entarten könnte und so. Da muss man da ein bisschen aufpassen. Und der Worst Case wäre halt eigentlich gewesen, dass es eben dieser Mikrokalk ist, der eben schon quasi zu so Tumorzellen entartet ist. Wäre jetzt natürlich auch keine super Nachricht gewesen, aber der Vorteil wäre halt gewesen, dass der ja dann in diesem Fibroadenom eingeschlossen ist und dass man den hätte dann eben quasi kompakt mit dem Knoten hätte entfernen können. Und soweit ich mich da informiert habe, kann sowas auch nicht streuen, also auch nicht in die Lymphknoten oder halt gar in die anderen Organe. Und deswswegen habe ich gedacht, okay, der worst case wäre eben diese Variante, es nennt sich Dezis. Ich weiß nicht. Also nachdem mir immer alle irgendwie gesagt haben, nee, das wird so ein gutartiger Knoten sein und es sah ja auch immer im Ultraschall, in der Mammographie auch überall so aus und ich hatte das ja auch noch im Ohr von dem Arzt, der gesagt hat, so 99,9%, das ist dann Fibroadenom. Habe ich versucht, mich dann doch irgendwie da im Rahmen zu entspannen. Und dann kam die Diagnose per Telefon. Das ist schon tatsächlich irgendwie eine harte Nummer, zumal die Ärztin, die halt bei mir die Steinsbiopsie gemacht hat, die waren den Tag nicht da und das hat mich ein anderer Arzt dann angerufen, der halt mich nicht kannte, der meine Geschichte, meinen Fall nicht kannte. Ja, und der sprach halt dann, war eben von diesem Mammakarzinom, also sprich Brustkrebs. Und ich habe immer gedacht, wovon spricht der da? Weil ich immer gedacht habe, eben dieser Worst Case wäre, dass da in dem Fibroadenom eben so ein Kalk eingeschlossen ist und dass der vielleicht bösartig sein könnte. Aber davon war irgendwie gar nicht mehr das Thema und ich habe dann irgendwie, ich habe gar nicht verstanden, was dieser Mann mir da am Telefon gesagt hat. Und habe dann irgendwann, also nachdem ich wirklich das Gefühl hatte, dieses Gefühl, wenn der Boden weggeht und man nur noch fällt, das, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dieses Gefühl je vergessen werde oder diesen Tag, wo ich diese Diagnose bekommen habe. Und ich habe dann irgendwie versucht nachzufragen, habe dann gesagt, sagen Sie mir jetzt gerade ernsthaft irgendwie, dass ich Brustkrebs habe, haben Sie mir jetzt gerade irgendwie eine Brustkrebsdiagnose mitgeteilt. Ich konnte es irgendwie alles gar nicht fassen, also weil ich ja, wie gesagt, dann mit all diesen Sachen überhaupt nicht gerechnet habe. Und ja, dem war dann so. Und der hat mir, glaube ich, auch noch mehr Sachen gesagt. Ich weiß es aber inhaltlich überhaupt nicht mehr, was er mir sonst noch gesagt hat, weil das einfach sich der Boden da so aufgetan hat unter mir. Und ich konnte dann nur noch auflegen und habe meinen Mann angerufen und habe geweint und gesagt, er soll bitte nach Hause kommen und dass ich gerade erfahren habe, dass ich Brustkrebs habe. Mein Mann war genauso geschockt und ist dann nach Hause gekommen und wir sind dann kurze Zeit später noch in dieser Arztpraxis gefahren, weil ich wirklich schwarz auf weiß diesen Befund sehen wollte und es wirklich lesen wollte, dass da Mammakarzinom, also Brustkrebs, draufsteht. Und weil ich immer noch, glaube ich, in dem Moment dachte, nee, der meint wahrscheinlich eben dieses Dezis, was ja auch schlimm, aber nicht ganz so massiv schlimm gewesen wäre. Ich wollte es irgendwie wirklich schwarz auf weiß sehen, weil es hat sich alles so absurd angefühlt. Dann sind wir da hingefahren und der Arzt war sogar noch da und ich durfte mit ihm sprechen und wir waren dann in dem Behandlungsbesprechungszimmer bei ihm und auf den Computermonitoren waren alle meine Unterlagen, meine Brüste, in der Mammographieaufnahme und der Befund und wir sind dann so Schritt für Schritt durchgegangen
Und ja, ich habe ganz viele Fragen gestellt, um das alles irgendwie zu begreifen und zu wissen, was ich da habe und was da alles auf mich zukommt und so. Und er hat sich dann halt die Zeit genommen, das ja, mir alles irgendwie zu erklären und so. Dann sind wir wieder nach Hause danach und ja, könnt euch vorstellen, dass das sehr, sehr schwierige Tage danach waren. Ne? Also das, ja, man rechnet nicht damit und ja, ich habe sicherlich auch das ein oder andere Mal eben gehört, dass ich ja eigentlich noch sehr jung bin und es eigentlich alles ja gar nicht so wahrscheinlich ist, dass ich jetzt in meinem Alter schon Brustkrebs bekommen könnte. Und ja, genau so ist es aber. Und es ist ein invasives Mammakarzinom, also das heißt, es ist ein Brustkrebs, der sich in das umliegende Gewebe ausbreitet. Also nicht irgendwie eingeschlossen oder so, also von Fibroadenom oder gutartigem Knoten war auch nie wieder die Rede nach dem Ergebnis der Stanzbiopsie. Ja, er ist hormonpositiv, sowohl auf Östrogen als auch auf Progesteron. Und es gibt noch einen Wert, der nennt sich HER2, der mit dem Wachstum zu tun hat und der aber auch ein bisschen was über die Aggressivität und auch leider deutlich was über die Prognose aussagt. Und auch da war ich erst grenzwertig mit dem Ergebnis und dann wurde später im Brustzentrum nochmal nachgestanzt. Yay, meine zweite Stanzbiopsie. Es wurden nochmal neue Stanzen entnommen, um halt ja, da ein bisschen eindeutigeres Ergebnis zu bekommen. Und das Gesamtergebnis war dann eben positiv für diesen HER2-Wert. Leider nur sehr schwach positiv, also da gibt es so einen Grenzwert, ab dem es als positiv zählt und ich bin wirklich, also der Wert ist 6, ich habe 6,1, also es ist jetzt ja, leicht positiv, verändert aber komplett den Therapieplan und ja, da glaube ich, gehe ich nochmal dann in einem neuen Video drauf ein, wie da meine Therapie jetzt aussieht und es gibt noch einen anderen Wert, der KI 67, in so einem, auch so ein Wachstumswert, der lag bei der Biopsie bei mir bei 18%, das ist so im, ja, im mittleren Feld, also nicht besonders extrem schnell wachsend, aber könnte halt auch letztlich deutlich weniger sein, es geht darum, wie schnell sich da die Zellen teilen. Genau, also das war ja der Stand der Dinge, was ich da alles bei dem Biopsieergebnis und der Diagnose erfahren habe. Und mir wurde dann halt eben geraten, mich mit einem Brustzentrum in Verbindung zu setzen und ja, da mit meiner Geschichte vorstellig zu werden und mich da beraten zu lassen, was da jetzt ja, die Wege, die Therapie für mich sein könnten.